Buonasera, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen ins Italienische Kulturinstitut. Der Frühling hat begonnen und auch unser Zyklus, La Primavera della Letteratura Italiana, hat begonnen. Der Frühling der italienischen Literatur. Und wir sind jetzt schon zu unserem dritten Abend und diesmal mit Edoardo Albinati. Und was wir heute vorstellen, ist ein Buch, Die katholische Schule. Sie sehen es, ein ja, in jeder Hinsicht wichtiges, gewichtiges Buch. Und das war vor 2 Jahren die Sensation auf dem italienischen Buchmarkt. Mit diesem Buch hat Edoardo Albinati den Premio Strega auch gewonnen, und heute werden wir die deutsche Übersetzung von diesem Buch vorstellen, das bei dem Berliner Verlag erschienen ist. Und natürlich, wie immer, können Sie auch das Buch am Ende der Veranstaltung auch bei unserem Büchertisch kaufen, und dagegen haben wir auch nichts. Diese Buchpräsentation wird von Maike Albat moderiert. Sie ist in unserem Institut bekannt, und ich brauche sie nicht genau vorzustellen. Maike Albat ist Literaturkritikerin, Journalistin, sie arbeitet Kulturautorin. Übrigens, Sie werden auch ein Buch von Maike in Mai, glaube ich, noch vorstellen. Und sie schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, sie ist auch für den Rundfunk tätig. Und ich glaube, wir konnten auch keine bessere Moderation für diesen Abend vorstellen, weil sie die Bücher von Edoardo Albinati schon seit Jahren kennt und auch mit dem Autor persönlich befreundet ist. Wir haben auch heute die Freude, Shelley Kupferberg bei uns zu haben, die Teile aus, nicht das ganze, Buch, nicht den ganzen Roman, aber Auszüge davon lesen wird. Vielleicht soll ich noch erwähnen, dass die Übersetzung von Verena von Koskul ist, und wir freuen uns heute auch, hier die Übersetzerin bei uns zu haben. Und ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen und angenehmen Abend. Vielen Dank für die schöne Begrüßung, Luigi Reitani. Ich darf Sie auch ganz herzlich willkommen heißen zu einer einzigartigen Gelegenheit, nämlich der, den italienischen Mann an und für sich kennenzulernen. Man könnte das Buch so deuten von Edoardo Albinati, Die katholische Schule, dass es auch eine Studie ist dessen, was Männlichkeit bedeutet. 1300 Seiten geht es eben nicht nur um autobiografische Erinnerungsrecherchen, sondern es ist auch eine Deutung in ganz verschiedener Hinsicht, in soziologischer, in kriminologischer, in psychoanalytischer, in religionsphilosophischer, des italienischen Mannes, der männlichen Erziehung und dessen, was passiert in der Erziehung, wenn sie unter Ausschluss der Mädchen stattfindet. Denn es geht ja in diesem Roman, der Titel umreißt es schon, um eine katholische Schule. Ich darf noch ein paar Worte zu Edoardo Albinati sagen. Er ist Jahrgang 1956, hat inzwischen ein großes Werk, ein sehr vielfältiges, und er hat einige Eckdaten, die er teilt mit dem Erzähler. Er hat eine ganz interessante Weise, auch in Italien diese Literatur zu betreiben, weil er nämlich im Brotberuf Lehrer ist, und zwar in Rebibbia, im Gefängnis. Und er hat auch, das ist, denke ich, auch noch wichtig, weil es darüber auch ein Buch gibt, eine Erfahrung gemacht im
Hilfswerk in Afghanistan, UNHCR. Dort war er, als wir uns kennenlernten, kurz danach ist er aufgebrochen, 2002, 2003, Afghanistan, 2003. Ich darf heute in Personalunion sowohl moderieren als auch dolmetschen und werde das, was Eduardo Albinati sagt, dann zusammenfassen auf Deutsch. Und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin und Freundin Shelly Kupferberg die Lesung übernommen hat. Viele von Ihnen kennen sie als Moderatorin beim RBB und von Veranstaltungen. Also wir sind eigentlich beide in derselben Profession und umso schöner ist es, dass sie das heute Abend hier übernommen hat. Es wird auch zu einer interessanten Reibung kommen, weil das Ganze ja aus männlicher Perspektive geschildert ist und es sehr häufig um Virilität geht, um Männlichkeit in jeder Hinsicht und es aber jetzt von einer weiblichen Stimme gelesen wird. Und es ist ja auch von Verena von Koskul ein so vielfältiger Roman mit so vielen verschiedenen Ebenen und Sprachstilen, ganz glänzend. Das möchte ich hier auch einmal betonen, weil Übersetzer es häufig so schwer haben übersetzt. Also ich habe sehr bewundert, wie sie diese Arbeit zustande gebracht hat und über auch so eine lange Strecke, über so viele Seiten, über so einen breiten Raum, so ein großes Panorama aufzufächern, in dem es eben auch Aphorismen gibt und Sexszenen, aber eben auch religionsphilosophische Passagen. Da ist sehr viel geboten und das in einer Stimme zusammenzufassen, die organisch ist, das ist eine große Leistung. Ich möchte aber zuerst von Eduardo Albinati wissen, wie es einem überhaupt ergeht, nachdem so ein Monumentalwerk erschienen ist. Gerade ist nämlich in Italien Cuori Fanatici erschienen, also ein neuer Roman. Ist man nicht völlig gelähmt nach der Veröffentlichung eines so großen Werkes? Ecco, proprio volevo iniziare con quel tuo nuovo libro, cioè con l'effetto che ha fatto la stesura di questo libro. Non è stata una paralisi immediatamente dopo e la sensazione di non voler mai scrivere più, oppure ti sei ripreso abbastanza presto? Come è nato questo nuovo libro e che effetto ti ha fatto la conclusione di questo romanzo così particolarmente esteso, lungo? Buonasera a tutti, grazie di questo invito. A me ha steso, la stesura mi ha steso di questo libro qua perché è stata molto lunga. È durata quasi 9 anni, diciamo. Quindi nel frattempo sono passato da 50 a 60 anni, quindi sono successe molte cose nella vita personale, insomma, quindi forse la vita che mi ha steso mentre scrivevo il libro, finito il quale ero molto depresso, ma per fortuna esistono i psicofarmaci che mi hanno molto aiutato, my little friends, with a little help from my friends, e quindi è durata un anno, dopodiché uno ricomincia più o meno a provare. Io ho scritto dei piccoli libri per prova, vuol dire, vediamo se sono capace. Uno è un breve romanzo che si chiama Un adulterio, e poi ho scritto due pamphlet, diciamo così, un reportage e un pamphlet di tipo giornalistico-politico, chiamiamolo così. E allora poi ho pensato che si poteva riprovare a scrivere un romanzo intero, ecco. Guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, die Niederschrift hat mich regelrecht niedergestreckt, denn es hat 10 Jahre gedauert, 9, fast 10 Jahre. Das heißt, ich bin auch von der Zahl 50 zur Zahl 60 vorgerückt im Lebensalter und es ist sehr viel passiert in meinem Privatleben unterdessen. Und danach, als ich dann endlich fertig war, da war ich tatsächlich erst einmal sehr schwermütig und bin in ein Loch gefallen. Da gab es dann zum Glück die Hilfe von
den Little Helpers of My Friends, also die, die Anspielung ist auf den Stones Song, With a Little Help from My Friends. Beatles. Es gibt einen anderen un altro quello in cui dei Stones, che stavo facendo confusione. Mother's Little Helpers, ja. So ist das mit der Popkultur. Also, wie auch immer, diese Psychopharmaka haben mir dann ein Jahr lang doch geholfen und dann kam es zu einer Art Neuanfang, der Versuch jetzt wieder doch zu schreiben. Und ich habe kürzere Bücher vorgelegt, einen Roman und zwei Pamphlets und dann war es eben wieder so weit, dass ich mich auf die Literatur einlassen konnte. Wie können wir uns denn, Eduardo, überhaupt dein Leben als Schriftsteller vorstellen mit einem Beruf wie ja, dieser Tätigkeit in die Bibel zu unterrichten? Das scheint ja erstmal etwas ganz anderes zu sein. Wann findest du den Raum, den Platz zum Schreiben? Come è proprio la tua vita da scrittore? Cioè nel senso che fai un altro mestiere, insegni in carcere? È anche un ambiente molto diverso, immagino. Quando e come trovi lo spazio per scrivere? Ma io insegno da molti anni in carcere, e però negli ultimi 10 part time, quindi 3 giorni a settimana, 3 mattine, lunedì, martedì, mercoledì. Dopodiché chiudo la sala cinesca fino a lunedì dopo. E per il resto mi industrio, mi arrabatto a scrivere quando ci riesco. Ho scritto oggi pomeriggio in albergo una paginetta che magari è buona, oppure verrà buttata via, tanto mentre uno lo fa non è molto chiaro se è utile o se è buono. Però, diciamo, dove mi mettono, io cerco di darmi da fare. C'è stato un periodo, il mio periodo familiare, quando vivevo con mia moglie, con 4 bambini, e il mio modello era Giambattista Vico, che avevo letto che aveva scritto La vita nuova, no, La vita nuova, ciao, quello è Dante, La scienza nuova, con 8 bambini attaccati alle gambe. Allora ho detto, posso provare anch'io, insomma, negli interstizi. Quindi sì, almeno io ho sempre lavorato negli interstizi, nei momenti non di calma, anzi no, mai di calma. Però lo capisci tanto, lo capisci dopo un po' di tempo, lo capisci quando vedi. Adesso scrivo tutto a mano, a lungo ho scritto prima a macchina, poi col computer, adesso sono tornato a mano perché vado più veloce. Ed è bello quando adesso vedo il quaderno, che sono arrivato a pagina, non so, 40, 50, allora dico, ehi, sta venendo qualcosa, come prima col computer, quando vedevo il numero dei caratteri, no? Cioè, ero ossessivamente a mettere le proprietà del file e vedevo, so, adesso mi ricordo il file della scuola cattolica, quanti caratteri sono, ma insomma un numero inaudito. Più di un milione. Sì. Quindi è una questione un po', sembrerà forse un po' brutale dirlo, però è una questione numerica. Quando hai raggiunto un certo numero, pensi che stai scavallando, cioè che sei arrivato a un punto per cui quello che hai fatto è qualcosa, quindi vale la pena continuare a farlo e finirlo. Also, wenn man dann erstmal einen Korpus hat, ein paar Seiten zusammen hat, dann hat man den Eindruck, man schafft es, man hat schon etwas geschaffen. Ja, das mit der Schule ist so, seit vielen Jahren unterrichte ich dort, allerdings jetzt seit einigen Jahren nur noch 3 Tage, also halbtags. Und dann mache ich, nachdem ich Montag, Dienstag, Mittwoch in der Schule war, erstmal die Rollläden runter und habe dann bis Montag Zeit, über die ich verfügen kann. Also
Zwischendurch versuche ich mir da Freiräume zu schaffen. Heute auch nachmittags im Hotel habe ich eine Seite geschrieben. Vielleicht werfe ich sie dann weg, aber vielleicht ist es auch was geworden. Es war immer so, dass ich diese Freiräume mir erkämpfen musste. Ich hatte vier Kinder, also ich habe vier Kinder großgezogen und habe eben als Familienvater auch meinen Alltag bestritten. Und da hatte ich als Modell dann Giambattista Vico, den neapolitanischen Philosoph, über den ich gelesen habe, dass er die Scienza Nuova mit acht Kindern, die um ihn herum spielten, geschrieben hat. Und das ist eben etwas, der das schafft, was ich dann auch dachte, dass ich das schaffen könnte. Also es sind immer so die Momente, nicht unbedingt der Ruhe, eher ist dann auch Trubel, aber die ich mir dann so freikämpfen konnte und dass man die dann auch nutzt und die als die eigene Zeit begreift und das dann in die Hand nimmt. Und inzwischen, nachdem ich viele Jahre am Computer geschrieben habe oder vorher noch auf der Schreibmaschine, schreibe ich wieder mit der Hand. Und wenn ich dann sehe, dass ich jetzt eben schon 40 Seiten zusammen habe, dann ist dieses Gefühl da, dass es schon etwas gibt. Kommen wir mal zum Schauplatz der Schule. Den kennst du aus der anderen Perspektive desjenigen, der unterrichtet. Aber die Schule in diesem Roman ist ein ganz spezieller Ort. Worin liegt das Spezielle? Ecco, la scuola la conosci da tutti e due i lati. Il luogo dove si svolge questo romanzo. Qual è la specificità di questa scuola che dove appunto questa scuola che sta al centro del libro è una scuola cattolica che tuttora esiste a Roma, si chiama San Leone Magno, è tenuta da una confraternita che si chiamano Fratelli Maristi. Una cosa divertente o se vogliamo curiosa, che è la stessa scuola, gli stessi Fratelli Maristi, però a Lima invece che a Roma, che ha frequentato Mario Vargas Llosa. Quindi penso che quando il libro uscirà in spagnolo, cioè ad agosto, l'unica persona a cui lo manderò è Vargas Llosa, che io ammiro moltissimo, ma soprattutto che ha fatto la stessa scuola cattolica. Quindi se c'è una persona al mondo che potrà riflettersi in questo è lui. In realtà il motivo di scrivere di questa scuola è uno molto preciso, e cioè un evento criminale avvenuto nel 2005. Nel 2005 un mio ex compagno di scuola, un anno più grande di me, ha ucciso due donne strangolandole, una donna e la sua figlia 14enne, le ha sepolte nel giardino di una villetta nel sud Italia. E questa persona, autore di questo crimine, era la stessa che 30 anni esatti prima, cioè nel 1975, aveva partecipato a quello che è stato probabilmente il più importante, voglio dire la parola importante, anche se è un po' brutale dirlo, crimine a sfondo sessuale avvenuto in Italia probabilmente di tutti i tempi della storia italiana, il cosiddetto delitto del Circeo. Importante perché il rapimento di due ragazze che furono portate, minorenni, che furono portate in una villa vicino Roma sul mare al Circeo e lì seviziate, violentate e uccise, anche se poi una di loro, io dico uccise tutte e due, anche se poi una è sopravvissuta, ma i ragazzi che le avevano portate lì erano convinte fossero morte tutte e due. È stato il caso, sì, il turning point del costume italiano, della morale sessuale, del ragionamento, e questo è quello che viene più vicino a me, sul fatto che dei bravi ragazzi, cioè dei ragazzi borghesi, di una scuola privata, di una scuola cattolica, potessero fare questo. Allora, il ritorno, diciamo,
del passato che non passa, cioè nel 2005 si ripete un fatto avvenuto nel 1975 e questi erano i miei cari compagni di scuola, quindi è per questo che la scuola sta al centro di questa vicenda. Sto dando risposte troppo lunghe? No, va benissimo. Die Schule, die der Schauplatz ist, ist das San Leone Magno. Das ist eine Schule von Priestern, von Maristenbrüdern, die es in Rom gibt, die weiter existiert. Es ist dieselbe Schule, auf die auch Vargas Llosa gegangen ist. Und deswegen werde ich ihm, den ich sehr bewundere, im August, wenn das Buch auf Spanisch erscheint, es auch zukommen lassen. Es ist auch eine Schule, in Klammern, an der ein Roman spielt von ihm. C'è anche la, la scuola in cui è ambientato il suo esordio, no? Die Vargas Llosa. Die Stadt der Hunde heißt es auf Deutsch. Das ist ein Roman, der eben genau da spielt. Sehr interessant, auch im Vergleich, wäre eine gute Doktorarbeitsthema, sich das Buch zu nehmen, und das sage ich jetzt in Klammern, für jemanden, der sich interessiert für italienische und spanische Literatur. Also, er wird es sicherlich bekommen. Und der Grund, der Auslöser eigentlich, es dann zu schreiben, war eine kriminelle Tat, war ein Verbrechen, das 2005 passiert ist. Das hat nämlich etwas aktualisiert. Da hat ein Mitschüler, der ein Jahr älter war als ich, ein Verbrechen begangen. Er hat eine Mutter und eine Tochter umgebracht in Süditalien. Und das war jemand, der beteiligt war an einem ganz entscheidenden Verbrechen auch für die italienische Sozialgeschichte 1975, das sogenannte Verbrechen von Circeo. Das war das Zentrale, Eduardo Albinati spricht von wichtig in Anführungszeichen Verbrechen jener Zeit, also eigentlich der Nachkriegszeit bis heute. Da geschahen ganz grausame Dinge, in die eben diese Mitschüler involviert waren. Da wurden minderjährige Mädchen, zwei, entführt und da nach Circeo gebracht, gefoltert und getötet. Eine hat dann zufällig überlebt, aber hat das alles natürlich durchlitten, also diese ganze Geschichte von Qual und Folter. Und es war so eine Art Turning Point, also an dem auch sich einfach gezeigt hat, was ja, in Italien los war, wie so ein Umbruch. Also die Sexualmoral und alles hat sich dann auch neu in Frage gestellt, denn es war ja so, dass es gut erzogene Jungen waren, die das begangen haben, also Leute aus der Schule. Und es ist für mich eben auch der Inbegriff dessen, dass die Vergangenheit nicht vergeht, sondern immer noch vorhanden ist. Also dass dann dieses Verbrechen geschah, dieses weitere in den 2000er Jahren. Und da war dann diese ganze Vergangenheit, das Verbrechen von Circeo, wieder da. Ich denke, wir springen jetzt hinein in den Roman und hören die erste Passage in der Übersetzung von Verena von Koskuldi und Shelley Kupferberg liest. Herzlich gern. Und wir steigen tatsächlich mit dem ersten Kapitel, mit dem Beginn des Romans ein. Es war Arbus, der mir die Augen öffnete. Nicht, dass ich vorher nicht hingesehen hätte, doch konnte ich mir dessen, was ich sah, alles andere als sicher sein. Vielleicht waren es Projektionen, um mir etwas vorzumachen oder mich zu beschwichtigen. Und ich war unfähig, das, was sich mir tagtäglich bot und was man Leben nennt, in Zweifel zu ziehen. Einerseits nahm ich fraglos alles hin, was einem Jungen mit 13, 14, 15 und in den darauffolgenden Jahren widerfährt, die zum Abschluss jener Phase führen. Es wird immer von einer Phase geredet, von einem Moment, egal wie lange er anhält, von einem heiklen Moment oder gar von einer Krise, der jedoch weitere und nicht minder heikle Momente oder kritische Phasen folgen, immerfort und ohne Pause, bis man groß, erwachsen, alt und schließlich tot ist. Brav ernährte ich mich von dem, was der Alltag mir, wie jedem Heranwachsenden, auf den Teller lud. Von den Dingen, die einen beschäftigen, während man größer wird und sich entwickelt. Entwicklung, ein weiterer Schlüsselbegriff der Erwachsenen, um die Schlösser der Jugend zu knacken. Das schwierige Entwicklungsalter, die Persönlichkeitsentwicklung und dann dieser entsetzliche intransitive Ausdruck, er ist schon entwickelt.
der die genitalen Geheimnisse mit einem zähen Siegellack überzieht und die, wenn auch in willkürlicher Abfolge, zum unvermeidlichen Menü eines Teenagers gehören. Schule, Fußball, Freunde, Hochs und Tiefs, alles garniert mit Telefonaten und Tankfüllungen und Mopedstürzen. Wer kennt das nicht? Andererseits verspürte ich den Stich eines Zweifels. War das das Leben? War es mein Leben? Musste ich etwas tun, um es zu meinem zu machen? Oder wurde es mir einfach zuteil? Musste ich es mir erarbeiten oder verdienen? Vielleicht war es ein Provisorium und würde bald durch das endgültige Leben ersetzt. Doch wäre es dann an mir, es zu ändern, oder würde jemand anders es tun? Ein äußeres Ereignis vielleicht? Das Leben kann außergewöhnlich oder normal sein. Zu welcher Kategorie gehörte meines? Ehe Arbus auf den Plan trat, kamen mir diese Fragen, die ich nun wenigstens in Worte fassen kann, auch wenn ich jeden Vorsatz aufgegeben habe, sie beantworten zu können, nicht im Entferntesten, in dem Sinn, sie lösten sich auf, ehe sie an die Oberfläche meines Bewusstseins drangen und ließen lediglich ein kribbelndes Unbehagen zurück. Allein von Bewusstsein zu sprechen, ist eine Übertreibung. Allenfalls von dem Gefühl, auf der Welt zu sein, zu existieren. Wer diese mich umgebenden, betörenden Bilder projizierte, war ein Magier, ein Genie. Das muss ich ihm lassen. Seiner Lampe entstiegen makellose, süße, bestechend klare Träume, durch die ich mich selbst vergessen, ja nahezu berührt bewegte. Ich war also tatsächlich glücklich oder unglücklich. Tief sog ich die geheimnisvolle Luft der um mich errichteten Kulissen ein, die, sobald ich sie durchschritten hatte, sogleich wieder abgebaut wurden. Irgendetwas ließ mich vermuten, früher oder später müsse etwas Entscheidendes passieren, dass die unbedeutenden bisherigen Ereignisse, statt sich Stück für Stück zu erklären, mit einem unwiderstehlichen Faden zusammenheftete, wie die Seiten eines Romans, die man gierig bis zur letzten umblätterte. Und so würde sich mein Leben, wie auch das aller anderen, das einer Fiktion nur ähnelte, jedoch deren zwingende Folgerichtigkeit besaß, endlich wahr und real nennen können. Es waren klare, wie wohl äußerst verstörende Momente, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, in denen ich der Verwirrung, die mich ergriff, mit schmerzlicher Deutlichkeit gewahr wurde. Sie nahm mich vollständig in Beschlag, ohne Raum für irgendetwas anderes zu lassen, Ideen und Gedanken beispielsweise. Ich konnte nur fühlen, sonst nichts. Ich spürte den Fluss des Blutes, das sich in meiner Brust staute, mein schmerzhaft geschwollenes Herz sozusagen, das wirklich richtig wehtat, als wolle es, um es im Stil altmodischer Romane auszudrücken, zerspringen. Doch besaß dieser Schmerz eine eigentümliche Süße, die ebenso seltsam war wie alles andere. Arbus war seit der 6. in meiner Klasse. Doch bemerkte ich ihn erst gegen Ende der Sekundarstufe, einen Monat vor der Prüfung. Schüler hinken per se hinterher, ausnahmslos alle. Die Lehrer übrigens auch. Sie schaffen es nicht, den von ihnen erstellten Lehrplan einzuhalten und geben dafür ihren Schülern die Schuld, was zugleich richtig und falsch ist, denn säßen in ihren Klassen nur kleine Genies, würden die Lehrer trotzdem hinterher hinken. Und sei es nur um eine Seite, eine Zeile, einen Millimeter. Scheitern und Verzicht sind ihr Schicksal. Wie sollte es auch anders sein, wenn man beispielsweise den ganzen Kant im vorletzten Oberstufenjahr durchnehmen will? Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür und so muss man sich mit dem nebulösen Ausdruck »so ist es eben« behelfen. Ziele werden gesteckt, um nicht erreicht zu werden. Es liegt in der Natur des Mittelpunktes, ihn zu verfehlen, weil die Kräfte unterwegs nachlassen, weil das Ziel sich unmerklich nach hinten verschiebt, weil die ursprünglichen Vorsätze zu optimistisch, vermessen oder abstrakt, die Hürden höher als gedacht sind oder weil es wegen Unwetter, Krankheit, Streik oder Wahlen zu überraschend vielen Ausfällen kommt. Ich weiß nicht, aus welchem Fachgebiet er kam oder worauf sich seine Erkenntnisse stützen, aber irgendein Forscher hat einmal errechnet, dass jedes Projekt durchschnittlich ein Drittel mehr kostet als ursprünglich vorgesehen und die dafür veranschlagte Zeit um mindestens ein Drittel überschritten wird. Das scheint eine unumstößliche Tatsache zu sein. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die sich dieser eisernen Verzögerungsregel entziehen.
und zu denen gehörte Arbus. Arbus, mein Freund, alte Fischgräte, du warst so dürr, dass man, wenn du so tatst, als würdest du Volleyball spielen, um im Sport keinen Sechser zu kriegen, beim Anblick deiner Ellbogen Gänsehaut bekam. Vor Mitleid oder Abscheu? Ganz zu schweigen von deinen Schultern und Knien, die so spitz waren, dass sie sich fast durch das Gewebe deines schwarzen Trainingsanzuges mit den limongelben Streifen bohrten, den du auch im Mai und selbst im Juni noch tragen durftest, um deine anfällige Gesundheit zu schützen. Du konntest noch so sehr tun, als würdest du dich aufs Spiel konzentrieren. Alle wussten, dass wäre der Ball zufällig in dem kleinen Eckchen Spielfeld gelandet, in das wir dich verbannt hatten, damit du der Mannschaft möglichst wenig schadest, du ihn nicht einmal kommen gesehen hättest, weil du dich in der Zwischenzeit in die Betrachtung der Sporthallendecke vertieft hättest, als wolltest du errechnen, wie viel Beton es brauchte, um sie zu stützen. Und hättest du, aufgeschreckt durch unser Geschrei, im letzten Moment doch bemerkt, dass du spielen musstest. Volleyball ist ja ein hysterischer Sport, bei dem es auf winzige Momente ankommt, auf die höchstens 5 Sekunden unverhofften Ballkontakt, die man pro Spiel hat. Mach, Arbus, komm schon, Arbus, scheiße! Hättest du mit deinen schlaksigen Gliedmaßen herumgerudert in dem undefinierbaren Versuch, den Ball mit hochgerissenen Armen abzuwehren, von unten zu nehmen oder gar aufzufangen, was man instinktiv tut, wenn unversehens etwas auf einen zusaust. Und tatsächlich war genau das deine häufigste Reaktion. Du fingst den Ball auf und drücktest ihn mit einem kleinen, verwirrten Grinsen an die Brust, als würdest du bei deinen Mitspielern nach Anerkennung suchen und bestätigt von ihrem genervten Chor: Oh nee, Arbus, was soll der Scheiß? Im selben Moment kapieren, dass du dir den x-ten Patzer geleistet hattest. Es passierte ziemlich oft, dass dein Gesichtsausdruck mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht im Einklang stand. Du lächeltest, während die anderen dich beschimpften. Das Großartige an Arbus war, dass er sich nicht unterkriegen ließ. Die Dinge perlten an ihm ab. Andere hätten so viel Spott und Häme nicht so gut ertragen. Sie hätten ihren Klassenkameraden den Ball an den Kopf geworfen, wären auf sie losgegangen oder hätten wegen ihrer offensichtlichen Unfähigkeit losgeflennt, wie sogenannte Weicheier. Wie oft habe ich mich wechselweise zu solchen Reaktionen hinreißen lassen, weil ich es einfach nicht ertrage, dem Urteil anderer ausgesetzt zu sein. Es macht mich unwillig und aggressiv, selbst wenn es nett gemeint ist, von Kritik ganz zu schweigen. Doch Arbus habe ich nie bedripst oder getroffen gesehen. Jeder andere hätte in solchen Situationen gelitten und sie als demütigend empfunden. Doch Arbus blieb sehr ruhig, als wäre ihm alles völlig Schnuppe. Und selbst wenn dem nicht so war, ließ er sich nichts anmerken. Seine Miene verharrte in einer Art Begriffsstutzigkeit, die mit dem rasenden Tempo seines Verstandes nicht mithalten konnte. Er brauchte ewig, bis es bei ihm Klick machte und ein Gesichtsausdruck den anderen ablöste. Aber offenbar war Arbus nun einmal so. Er schien aus Einzelteilen zu bestehen, die nicht zueinander passten. Ein brillantes Hirn, ein kaltes Herz. Ein Gesicht, dessen Mimik zu schwerfällig war, um sich den Gegebenheiten anzupassen und dessen Ausdruck deshalb oft aufgesetzt und daneben wirkte, was ihm, wie sich noch zeigen wird, eine Menge Ärger mit seinen Mitschülern, Lehrern und anderen Respektpersonen einbringen sollte, die seinen Ausdruck für frech und anmaßend hielten, während das, was er sagte, vernünftig und respektvoll klang oder umgekehrt. Und dann war da natürlich sein völlig unkoordinierter Körper. Arbus war groß und mager, sein leicht slawisches Gesicht war von langen, schwarzen, fetttriefenden Haarsträhnen gerahmt, seine dicken Lippen waren zu einem kleinen, nervigen Dauergrinsen verzogen und sein hochintelligenter Blick versteckte sich hinter einer Brille, die dem irren Wissenschaftler aus Science-Fiction oder Spionagefilmen alle Ehre gemacht hätte, mit flaschenbodendicken Gläsern, die die Augen riesenhaft verzerrten, erst recht so wässrig blaue, wie es die von Arbus waren und noch immer sind. Denn Arbus lebt, da bin ich mir sicher. Ich habe Beweise, auch wenn ich nicht weiß, wo er wohnt und was er macht. So blitzschnell, wie er lernte, um etwas zu begreifen und den theoretischen Stoff in den Aufgaben anzuwenden, brauchte er halb so lang wie ich oder ein Viertel oder ein Zehntel so lang wie die anderen, verlernte er auch wieder. Das heißt nicht, dass er vergaß, er wandte sich lediglich etwas Neuem zu. Kaum hatte er etwas begriffen,
wurde es mit einem Schlag uninteressant. Am Ende des Schuljahres entleerte er sich, um Neues aufnehmen zu können. Wer Theorien verschlingt, scheidet sie wieder aus. Sie hinterlassen unsichtbare Spuren im Hirn, als wollten sie es weiten, um für den Durchzug neuer, komplexerer Strukturen Raum zu schaffen. Eine so schnelle Auffassungsgabe hat es nicht nötig, Wissen einzulagern. Schon in der Mittelstufe verblüffte Arbus die Priester und uns, wenn er nach vorne ging und sämtliche Beweisschritte eines erst wenige Minuten zuvor erklärten Lehrsatzes fehlerfrei an die Tafel schrieb. Er zeichnete Diagramme und ließ die Körper rotieren, als würde er sie tatsächlich von allen Seiten zugleich betrachten, von wegen Kubismus. Kaum hatte er aufgehört, die Kreide mit nervösem Klackern und ohne ein einziges Mal innezuhalten über die Tafel quietschen zu lassen, stand er reglos mit hängenden Armen da, das Gesicht halb hinter den Haarsträhnen verborgen und stierte stumm ins Leere, als bräuchte er weitere Anweisungen, um sich zu rühren oder etwas von sich zu geben. Wie ein Roboter, den man bis zum nächsten Kommando auf Standby geschaltet hat. Doch lag darin weder Langeweile noch Ungeduld, sondern allenfalls das Gegenteil, nämlich Gleichgültigkeit. Schließlich war das Problem gelöst, was gab es dem noch hinzuzufügen? Da wir anderen bei der ersten Ausführung unseres Mathematiklehrers nicht das Geringste begriffen hatten, verriet uns nur das Staunen auf dessen spitzem Gesicht, dass Arbus alles richtig gemacht hatte. Besonders erfreut schien der Priester darüber nicht zu sein. Diese Mühelosigkeit konnte einem fast glauben lassen, die Arbeit des Lehrers sei überflüssig. Menschen wie Arbus konnten gemütlich zu Hause bleiben, auf dem Bett herumlümmeln und ein halbes Stündchen im Schulbuch blättern, und schon hatten sie den Stoff eines ganzen Monats intus. Ob sie in die Schule ging oder nicht, machte letztlich gar keinen Unterschied. Vielleicht wäre es naheliegender gewesen, den Klassenletzten, den Krawallmacher oder den chronischen Sitzenbleiber über Arbus und seine Geschichte des erkannten Genies schreiben zu lassen, um den Kontrast besonders deutlich zu machen. Stattdessen werde ich sie schreiben, klug, begabt, wenn auch nicht so begabt und vor allem zu farblos, um mich wirklich hervorzutun, genau wie diese jungen Tennisspieler mit der fantastischen Rückhand, denen Experten eine strahlende Zukunft prophezeien und für deren legendäre Erfolge man die Hand ins Feuer legt. Doch weil ihnen irgendetwas fehlt, vergeht Jahr um Jahr ohne einen einzigen bedeutenden Turniersieg. Was fehlt ihnen? Der Biss, der Mut, die Ausdauer, die Eier? Der Killerinstinkt. Wie wollen wir diese unsichtbare Gabe nennen, ohne die alle sichtbaren Stärken wenig nützen? Nicht von ungefähr gibt es den Ausdruck Klassenprimus. Vom Klassenzweiten, Dritten oder Fünften ist dagegen nie die Rede, also von Cipolle oder Zaratini, von Lorco oder mir, die aufgrund einzelner Leistungen im Ranking auf- oder absteigen, es in die Top Ten der Streberschaften oder rausflogen, ohne dem topgesetzten Arbus, dem unangefochtenen Champion in jede Disziplin, trotz der sporadischen Treffer, die wir mit abgeschriebenen Hausaufgaben oder bei mündlichen Tests landeten, weil wir rein zufällig zum einzigen Thema befragt wurden, das wir gelernt oder zum letzten, das wir noch im Kopf hatten, auch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Daher unsere unvermeidliche Aufs und Abs. Arbus' Noten hingegen waren rundweg beeindruckend, seine Ergebnisse bewegten sich immer im obersten Viertel und häufig waren die Lehrer gezwungen, mit dem großen alten Schultabu zu brechen, der 1 plus, der Zensur, die so viel heißen sollte wie Vollkommenheit. Allein die Vorstellung, sie ins Klassenbuch zu schreiben, stürzte die Lehrer in Gewissenskonflikte und tatsächlich passte sie nicht einmal in das dafür vorgesehene Kästchen. Doch selbst die Reaktionärsten unter ihnen, die auf das Argument pochten, wenn ich dir eine 1 plus gebe, was würde ich dann Manzoni geben, mussten einsehen, dass es einfach unmöglich war, Arbus nicht die Bestnote zu geben, egal, ob man sich in Spitzfindigkeiten und astronomischen Vergleiche mit altchinesischer Sternkunde oder Descartes verstieg. Ich selbst war nie einer von denen, die nächtelang über den Büchern hockten, doch Arbus war es noch viel weniger. Und ich könnte schwören, dass er zu Hause keinen Strich für die Schule tat. Lernen ist sowieso öde. Vielen Dank.
Ja, jetzt haben wir Arbus kennengelernt. Was ist das denn überhaupt, weshalb werden Kinder in so einer Privatschule angemeldet? Was haben sich die Eltern erhofft? Come mai che questi, perché abbiamo conosciuto Arbus, un po' l'ambiente della scuola, come mai che i genitori allora decidevano di iscrivere i propri figli in questa scuola? Qual è stata la motivazione? Beh, la motivazione principale non era quasi mai quella strettamente religiosa, quanto il fatto che fosse una scuola privata, quindi una scuola per andare alla quale bisognava pagare una retta, e facendo questo si garantiva, soprattutto in quegli anni molto movimentati in Italia politicamente, con molti scioperi, molte manifestazioni, e quindi l'idea che invece lì la scuola era protetta, i figli sarebbero andati a scuola regolarmente tutti i giorni, c'era anche questa idea, non nei miei genitori per esempio, ma in altri, che mandare il figlio in quella scuola fosse una cosa che desse prestigio, che fosse un titolo, diciamo così, no? Il mio figlio va nella scuola privata, quindi vuol dire che noi, famiglia, siamo una famiglia agiata, una famiglia borghese. Quindi le ragioni erano... I miei, per esempio, non erano religiosi, anzi erano piuttosto anche anticlericali, fra l'altro. Quindi il paradosso ha voluto che mandassero due figli in questa scuola, pur non essendo loro né credenti né praticanti. Però così eravamo protetti, cioè l'idea era quella della protezione. Il quartiere, la scuola, quel modello di vita doveva proteggere le persone che la abitavano, che abitavano quelle case, che abitavano quel quartiere, che andavano in quella scuola, cioè tutto quel mondo era costruito perché non accadesse nulla. Questo era il progetto esistenziale, una vita in cui non deve succedere nulla, e il fatto che non succeda nulla è positivo. Poi succede il contrario. Quasi sempre le teorie falliscono, insomma. Also, der Grund war eigentlich nicht ein religiöser, sondern lag mehr darin, also man schickte die Kinder dorthin, weil es eine Privatschule war. Das heißt, man hat etwas gezahlt, hat aber die Garantie, dass die Kinder in dieser Zeit, das sind ja die 70er Jahre, also auch die Jugendzeit von Eduardo Albinati, der auf diese Schule gegangen ist, um das nochmal zu betonen, dass die Schüler dort eine gute Ausbildung bekommen und dass sie eben in dieser Zeit nicht den Streiks ausgesetzt sind, den Protesten, die überall um sich griffen. Für manche Familien war es dann auch noch eine Statusfrage, also es schien ein Gewinn an Status oder an Prestige, wenn sie es sich leisten konnten, die Kinder dort hinzuschicken. Man zeigte eben, dass man das tun konnte. Meine Eltern waren eigentlich gar nicht sonderlich religiös oder überhaupt nicht. Sie waren eher laizistisch, sie waren sogar gegen die Kirche eingestellt. Aber es ging eben ganz einfach darum, durch diese Schule so eine Art Schutzschirm zu errichten. Das galt auch für die ganze Gegend. Also die ganze Gegend ist im Grunde gebaut und funktioniert auf eine bestimmte Weise. Das Quartiere Trieste ist das, um dieses bürgerliche Lebensmodell auch zu schützen. Also man wollte so eine Art Schutzwall aufrichten. Und mein Einwurf war dann, damit nichts passiert, dass natürlich dann genau das Gegenteil passiert. Und ja, das ist eben das, worum sich dann der Roman auch drehte. Aber was hieß es denn, katholisch erzogen zu werden für die Jungen in der Schule? Cosa significava un'educazione cattolica a quei tempi per i ragazzi a scuola? Beh, quello è un periodo interessante, gli anni 70, cioè quando noi eravamo già, insomma, adolescenti, perché è probabilmente in quel momento che l'Italia, adesso generalizzo, insomma, però per forza lo devo fare, vive un fortissimo contrasto tra
diciamo così, una morale tradizionale o tradizionalista, prevalentemente cattolica, cioè perché il cattolicesimo è veramente la spina dorsale, è stata la spina dorsale della vita italiana per secoli, ma proprio in quello stesso periodo invece ci sono delle spinte, dei movimenti politici e non solo, c'è il femminismo, c'è la lotta armata, c'è un sacco di roba, insomma in quegli anni succedono un sacco di cose, per cui contemporaneamente, diciamo così, in Italia, a Roma, addirittura negli stessi ambienti, addirittura nella stessa famiglia, avevi una compresenza, chiamiamola così, una contemporaneità di atteggiamenti arcaici e super rivoluzionari. Quindi tu stavi contemporaneamente in Arabia Saudita e in Svezia, spesso nella medesima famiglia e talvolta un giorno sì, un giorno no. Questo fa sì che quel periodo sia molto interessante, contraddittorio, divertente, tragico, violento, entusiasmante, a seconda di come uno lo racconta, di come l'ha vissuto, di come se lo immagina. Quindi un periodo romanzesco, ecco, romanzesco. E... qual era la domanda? Scusa, perché... Hai risposto. Allora, volevo sapere qualcosa dell'effetto che fece sui ragazzi l'educazione cattolica. Adesso traduco quello, se vuoi aggiungere. Also es war eine extrem interessante Zeit, gerade in ihrer Widersprüchlichkeit. Also in den 70ern, als wir heranwachsend waren, das ist jetzt ein bisschen eine generalisierende Feststellung, da war Italien ja von sehr starken Gegensätzen zerrissen. Es gab auf der einen Seite die ganz traditionelle Moral, die katholisch war. Der Katholizismus ist seit Jahrhunderten ganz einfach das Rückgrat von Italien gewesen. Aber gleichzeitig kamen diese Gegenbewegungen ins Spiel. Es gab politischen Druck, der Feminismus gewann an Fahrt, es gab den Terrorismus, den bewaffneten Kampf. Also das war so eine Art Synchronizität, so eine Gleichzeitigkeit, dass man in denselben Milieus ganz nah beieinander auf der einen Seite etwas ganz Altes, etwas Archaisches erleben konnte, tradierte Formen, tradierte Umgangsformen und auf der anderen Seite etwas komplett Revolutionäres. Also man hatte auf der einen Seite Saudi-Arabien und auf der anderen Seite Schweden. Oder man hatte vielleicht an einem Tag Saudi-Arabien, am nächsten Tag Schweden, das konnte sogar in ein und derselben Familie passieren. Und das macht gerade auch das Faszinierende dieser Zeit aus. Das macht sie romanhaft. Das ist eben der Reichtum, diese Widersprüchlichkeit. Und dann hat Eduardo Albinati noch gefragt, was nochmal die Frage war. Ja. Also ich fand aber, dass er damit da schon sehr gut drauf geantwortet hat. Però lo stesso nella scuola avveniva questa educazione cattolica. Sì, ovviamente i preti, immagino, insistevano anche.